Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever hier auf ZwergTube. Ich grüße euch, schön, dass ihr am Weg wieder hergefunden habt. Das ist mir ein verdammtes Vergnügen. Ach, da gehen sie dahin. Unsere Zug 6 Stein-Kreizheim. Lack of Doom. Ich hatte mal ganz kurz eine Überlegung. Der Stein-Kreizheim hier ist ja ziemlich eng, ja. Ich bin der Meinung, hier geht einfach nicht genug drüber, ja. Wir haben ja das Getreide hier, das läuft auch hier, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Wir müssen noch mal ganz kurz gucken. Wir müssen noch mal ganz kurz gucken, meine Lieben. Ist ja hier auch wirklich was los, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass hier gar nichts los ist. Hier kommt auch wirklich permanent neuer Zug, einer nach dem anderen rein. Was bist du? Der Sprit. Okay, das ist klar. Schaut gut aus, kann man so lassen. Wird auch ordentlich was aufgepulvert. Jetzt kommt hier der nächste Getreide. Der wird interessant. Der macht nämlich momentan nur ab und an mal Plus. Und den will ich aber gerne auch ganz weit oben haben. Und die Richtung stimmt schon mal. Der ist zum Beispiel voll. Der Spritzug hier ist voll. Ja. Ist okay. Was bist du hier? Nochmal ein Stein. Wobei der ja auch tatsächlich Stein mitnimmt. Bahnkreilsheim ist okay. Hier kommt nochmal ein Sprit rein. Das passt ganz gut, weil hier kommt direkt im Anschluss die Treibstofflinie und die braucht es natürlich einfach nur dringend. Ja? Und die will ja auch mal ab und zu Geld verdienen. Das hat sie auch ganz gut bisher hingekriegt. So, was kommt hier jetzt gerade? Bahnkreilsheim. Ich lasse das bewusst gerade sehr schnell laufen, weil ich es haben möchte. Hier kommt noch mal ein bisschen Getreide an. Auch die erholen sich langsam auf einem relativ hohen Niveau mittlerweile. Also dafür, dass jetzt Jahresanfang ist, haben die eigentlich schon mal einen ganz guten Gewinn gemacht. Wenn das jetzt weiterläuft, bin ich ganz zufrieden und glücklich. Das Schöne ist, die fährt halt in Linie raus. Ja. Die hat jetzt hier überhaupt kein Problem. Die rausfahren, wenn die im Stau stehen, meine Lieben, dann tut mir das überhaupt gar nicht weh. Damit kann ich absolut hantieren. Weil die blockieren nach innen rein gar nichts, ja. Das wird sehr, sehr angenehm. Das ist sehr, sehr stimmig auch alles. Das ist unfassbar, dass es so alles läuft. Es gab ja viele Kommentare, die bezweifelt haben, dass das so funktionieren kann, ja. Wo sie viele gesagt haben, boah, also ob das klappt, keine Ahnung, ja. Aber schaut gut aus. Selbst wenn die, boah, das ist mega, wenn die hier so rauszwirbeln. Was hast du jetzt im Gepäck? Die Waren Kreilsheim Dämmen. Okay. Ah, da sind wir noch ein bisschen arge Kosten auf uns zukommen. Die Waren Kreilsheim Dämmen. Die müssten wir mal ganz kurz uns nochmal einblenden lassen. So, hier ist jetzt gerade ein bisschen Stau, aber das ist okay. Die geht ja bis hier rauf, ganz am Ende sogar, bis hier hoch. Und die müsste ja eigentlich, müsste die ja unfassbar Mengen an Waren transportieren können, theoretisch zumindest. Ich hätte jetzt da mal so einen Vorschlag, aber dazu bräuchte man natürlich auch... Naja, gut, das ist natürlich schon alles relativ, ne? Das ist alles ein bisschen relativ. Aber hier sollte ja eigentlich auch ein bisschen was liegen. Hier ist auch gerade einer, der lädt auch Stein hauptsächlich gerade ab. Ist ja klar, auch für die Richtung stimmt das. Dann laden die jetzt hier Brötchen ab. Das ist gut, weil das müssen die hier oben auch verarbeiten. Dafür sind sie ja auch da. Könnte man halt hier noch einen kleinen Zug drauf packen. Ich würde gerne hier oben Werkzeuge auf dem Rückweg mitnehmen. Und das wäre natürlich eine saucoole Option so. Wenn man aus Aachen... Boah, das wäre super. Boah, wäre das mega. Ich habe gerade voll die Idee. Pass auf. Ja, ja, viele gehen schon in Deckung. Ich sehe euch. Ich sehe euch. Ja. Die ersten haben schon gesagt, oh no, Zwerg hat eine Idee, rette sich, wer kann, verfluchte Axt. Ja, ist auch richtig. Ist generell die richtige Verfahrensweise bei solchen Ideen. Weil es ist ja, ihr kennt das ja, ich bin da teilweise schon echt speziell, ja. So, pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Oh yes, ich will das so sehr.
Pass auf. Nee, das kann ich nicht machen. Ich brauche zwei Gleise und damit komme ich hier nicht mehr anständig durch. Aber das machen wir jetzt folgendermaßen. So, Straßenanschluss. Anschluss für Fahrzeuge. Okay. So, der ist angeschlossen und jetzt kommt eine Geschichte, die wird interessant werden. Keine Ahnung, ob das funktionieren kann. Tatsache. Das könnte gehen. No. Das funktioniert echt. Aber ganz ehrlich, es gibt Sachen, an die glaube ich nicht, ja? Da liegen solche Sachen auch echt dabei. Also das habe ich jetzt echt für fast unmöglich gehalten, dass das hinhaut. Wenn wir das jetzt noch ein bisschen begradigen, dann könnte die Sache eigentlich optisch ganz passabel aussehen. Ich meine, hier können wir das auch noch mal ein bisschen hübscher machen. Das schaut ja auch aus wie Kraut und Rüben hier. So. Boah, das wird super. Das wird toll. Die hängen ja eh dran. Okay. Let's have a look. Natürlich nicht so, ne? Ist ja klar. So. Hier fangen wir an, die ersten 140 km/h Gleise zu legen. Jetzt werden die ersten sagen, Moment. 140 km/h Zwerg, was ist mit dir los? Das stimmt nur nicht. Hast du Probleme? Ja, würde ich sagen, ja, so ein bisschen vielleicht. Aber nicht wegen den Gleisen, tatsächlich. Okay, jetzt müssen wir das mal ganz kurz logisch planen. Weil diesen Ausbau, der ist wichtig, der wird uns wahrscheinlich eine Güterzuglinie retten. Und zwar die Warenlinie. Bloß, wir müssen hier irgendwie unten durchkommen, ohne dass das saudumm aussieht. Da sehe ich die größten Probleme. Nee, das ist genau der Punkt, ne? Das ist genau der Punkt. Wir müssen nämlich von hier rauskommend. Und da bin ich jetzt am gespannt, ob das funktioniert. Das könnte sogar tatsächlich gehen. Nur hier nicht. Warum nicht? Warum ist das da ein Problem? Weil es da zu knapp ist, oder was? Pass auf. Das ist natürlich Blödsinn. Wie weit sind wir jetzt raus? Das ist noch zu weit. So. Wie viel? 42 ist natürlich hart. Aber da ist der Knick auch einfach zu hoch. Können wir das vielleicht hier irgendwie durchziehen? Warte. Also 70, 80 sollten wir vielleicht hinbekommen. Tatsache. Gar nicht mal so schlecht. Natürlich heftig, aber... So, wie gesagt, da werden wir auch noch mehr dran bauen. Das wird jetzt nicht so einfach hingelegt und fertig ist. Das wird noch ein bisschen... Urleck. Sorry. Das ist im Übrigen der Stadtanschluss für hier oben, für Aachen. Auch ein wichtiges Städtchen für uns. Endhaltestellen sind immer wichtig. Sind eigentlich die wichtigsten Linienanschlüsse, die ihr euch vorstellen könnt. Jetzt machen wir mal ganz kurz. Können wir das irgendwie hinbedeichseln, dass wir hier auf den Untergrund rankommen? Schon, ne? Weil wir müssen eigentlich ja fast mit der Hauptroute mitgehen. Damit das rein technisch gesehen auch geil aussieht.
schaffen, das natürlich ein paar Zwergtaler quasi kostet. So. Okay. Da ist jetzt aber die Steigung zu groß. Okay, das ist natürlich in dem Bogen so eine Sache gewesen. Das hätte klappen können. Das klappt jetzt auch. So. Hat auf den Zug keine Auswirkungen, was mir sehr gut taugt. Jetzt mal ganz kurz geschaut, wo kommen da die meisten Züge an. Das ist eigentlich ziemlich egal. Links wäre mir allerdings lieber. So. Gut. Den Signals. Weiß, die Signale soll ich nicht nehmen. Ich nehme sie aber trotzdem. Ihr wisst ja, wie es ist. So. Gut. Dann hier gleiches Spiel wieder. Und hier gleiches Spiel wieder. So. Okay. Jetzt neue Route, neues Glück. Wir brauchen einmal Holz. Könnten wir auch das Holz hier durchschleusen, will ich aber nicht. Ich will, dass die das mitnehmen. Okay, also wir brauchen das Holz, was von hier kommend ist. Extra mit viel Platz, damit wir hier nämlich eine Aufrüstung machen können. Ja, meine Lieben, ich muss vorher, bevor ich irgendwas machen kann, muss ich diese Route auf die Reihe bekommen. Das ist wichtig, weil ansonsten drehe ich mir selber einen Strick und das will ich nicht. Viele haben dann schon Angst gehabt, das endet wie in der letzten Folge. Nee, tut's nicht. So, also Holz, Braunfels. Natürlich alles viel zu dramatös. Jetzt warte mal ganz kurz, wir haben doch hier eine stadtinnere Linie, oder? Welche Linie fährt denn hier rauf? Das ist doch die Baumat Demmin, ja? Die fährt eh schon hier rein. Dann lassen wir das aufs Nebengleis gar nicht mitliefern, sondern laden das direkt in der Stadt ein. Das ist ganz cool, weil dann wird das umgeladen, dann kommt auch wieder was zurück. Hier haben wir auch ein kleines Kapazitätsproblem. Haben wir auch noch anschauen müssen. Gut, dann lassen wir mal alles in Sichtweite sehen. Oder Holz, Braunfels, brauchen wir auf jeden Fall Fahrzeuge. Lass mal auf einfache Geschwindigkeit weiter rumpeln. Güter. So. So, wie viele Taktungen haben wir hier? 39. Können wir noch ein bisschen Gas geben? Die schaffen 387 Durchgang. 500, fast 600 ist super. Gut. Okay. Denn brauchen wir jetzt eine Linie, die von hier fährt. Und zwar nicht nach da, sondern durchwärts nach da. Das ist jetzt Holzbretter. Bringt auf deiner Seite Holz mit, nimmt Bretter zurück und fährt die dann hier wieder vorbei. Das ist wichtig, weil die Bretter sollen hier nämlich gleich weiterverarbeitet werden. Und das ist nämlich die nächste Baustelle dafür. Bretter gehen generell... Oh, die Galaxy ist drin. Bretter gehen generell für alles. Ja, aber für manche Sachen halt insbesondere. Und da, die möchte ich gleich hier mitnehmen. Wir haben fast 600er Durchsatz gehabt. Und die nehmen wir natürlich dann auch Bretter, Maschinen oder Werkzeug war das in dem Fall. So. Weil wir wollen hier ganz verstärkt nach Werkzeugen graben. Denn die bringen unter anderem auch wahnsinnig viel Kohle. Und deswegen machen wir die auch auf 600, bitte. Wenn es klappt. Brauchen wir nicht ganz so viele, glaube ich. Der Verkehr ist hier besser. Das ist Bretter, Werkzeug. Noch ein paar. Ja, noch ein paar. Schaut gut aus. So. Jetzt brauchen wir eine neue Linie und zwar einmal eine, die von hier nach... Achso, die haben wir ja schon gelegt. Quatsch, dann brauchen wir die hier nicht. Habe ich die jetzt hier? Ja, da ist die Linie 1. Warte mal ganz kurz.
Die jetzt nicht löschen? Doch. So. Okay. Jetzt nehmen wir folgendermaßen uns vor. Jetzt sagen wir, pass auf. Auf der Linie muss natürlich jetzt ein Bretterzug, der ja ordentlich ist, muss hier rauf. Lass mal ganz kurz hier schnell am Hauptdepot einen Zug bestellen. Geld dafür ist ja da. Reicht mir auch tatsächlich gerade im Moment einer. Hauptsache, das läuft mal ein bisschen. Es dauert wieder. Und es dauert wieder. Komm schon. Gib mir. Danke. So, ich brauche nur das hier. Und das, was ich sehe, ist natürlich auch relativ wenig. Das ist das jetzt. Okay. Elektrisch. Irgendwas Richtung 140 wäre geil. 150 geht aber meines Erachtens auch ganz cool. Nehmen wir die hier. Kosten 10er, das ist gut. So, und jetzt brauchen wir Bretter, meine Lieben. Baumstämme und Bretter, 20 Stück, kriegen sie hin. Wie viel schafft der Zug bis jetzt? 120 ist noch ein bisschen weng. Ein bisschen wenig. So. Der schafft auch 20, kann aber viel mehr mitnehmen. Für manche geht es jetzt ein bisschen schnell, das ist, tut mir leid an der Stelle. Der kann auch Bretter mitnehmen, und zwar relativ viele Bretter und Holz. Dann bitte auch... Ich kann es nicht einstellen, weil das Problem ist, sobald ich das hier einstelle, was die mitnehmen sollen, schaut es doof aus. So. Man könnte ja jetzt auch theoretisch Öl oder und so Zeug mitnehmen, das will ich aber eigentlich gar nicht. Ich gebe ihm jetzt nochmal ein paar von den normalen Rungenwägen drauf. Die sind auch eigentlich eine ganz gute Sache, glaube ich. Nur schnell, das sind die normalen, die schaffen aber nicht ganz so viel. Machen wir das so. 406 passt eigentlich ganz gut. Dann nehmen wir hier noch einen Tank weg, der ist okay. 480, 403 passt mir. Holzbretter, Marsch. Wie viele Minuten? 7 passt perfekt. Mehr will ich hier gar nicht sehen. Gut, dann beschleunigen wir jetzt mal ganz kurz. Theoretisch die erste Fahrerei hier sollte an sein. Es sollte jetzt auch Bedarf da sein. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz in die City rein. Hier ist ja auch noch ein bisschen Action. Da fahren die Busse mit relativ viel Kapazität rum. Aber es reicht nicht. Es reicht nicht. Da ist einfach die Kapazität auf dem Gleis noch mehr gegeben. Und da müssen wir natürlich auch nochmal ganz kurz reingucken. Aber das sollte uns jetzt erstmal nicht stören. Da sind die Bernmobile drauf. Die haben auch einen relativ geilen Wert auch. Braunfelsbus 1. Geben wir den nochmal ein bisschen mehr Speed drauf. Weil hier stehen sich wirklich die Leute platt. Und da unterstützen wir natürlich gerne auch innerhalb der Stadt. Damit hier auch viele rankommen und viele mitgenommen werden. So. Unser Zug, den wir suchen, ist noch nicht da. Hier kommt aber Sprit gerade an. Das wird auch ganz gut aufgeladen. Auf der Wetterbaren Braunfels tatsächlich. Kommt auch gerade noch einer ein. Der hat natürlich auch viele Leute dabei. Das ist gut so. Das lassen wir auch so. Und meine Lieben, wie es weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge, wenn ihr Lust habt. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Habt eine tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.